Hallo und herzlich willkommen heute wieder mit einem neuen Toy-Review. Wer sich fragen sollte, wieso ich hier diese Figur erst im Roboter-Modus zeige, dem muss ich ganz ehrlich sagen, es ist einfach so. Es ist eine Figur, die als Travel-Changer hier gebracht wird. Das heißt, sie hat einen Flugzeugmodus, einen Panzermodus plus einen Roboter-Modus, wie es auch immer natürlich gängig ist bei den Transformers. Und ich wollte euch natürlich hier erst einmal den Roboter-Modus zeigen, um die Figur euch ein wenig näher zu bringen. Ja, Blitzwing. Blitzwing wird hier von der Transformers Animated Line geliefert in der Voyager-Größe. Und die Figur macht echt was her. Ich muss nur gleich dazu sagen, bitte entschuldigt, wenn ich von den Transformationen vielleicht einiges falsch machen sollte. Es liegt einfach daran, weil diese Figur wirklich slappy ist. Die ist wirklich, einige Gelenke sind einfach, zu lose. Oder sie sind gefedert und dadurch flippen sie wieder zurück. Und es gibt immer wieder irgendwelche kleineren Probleme bei dieser Figur. Aber das ist auch das Einzige, was mich an dieser Figur stört. Bevor wir aber zu dieser Figur eingehen, möchte ich euch natürlich erst einmal den Karton näher bringen. Auch hier haben wir ganz groß das Logo der Transformers Animated Line. Blitzwing hier ganz groß in seinem Standard, mit seinem Standardgesicht. Wer es noch nicht weiß, er hat drei verschiedene Gesichter, die werde ich euch natürlich auch noch näher bringen. Und ja, ansonsten sehen wir hier an der Seite das schöne Decepticon-Logo, Lucknut und Grimlock unten abgebildet. Hinten, ein bisschen verstaubt, sehen wir dann einmal den Flugzeugmodus, den Panzermodus und den Robotermodus und hier einmal natürlich noch seine drei Köpfe. Einmal hier den hochintelligenten Modus quasi von ihm. Ja, ganz genau, denn jeder Kopf hat eine eigene Persönlichkeit. Unten drunter einmal den ausgeflippten irren Blitzwing, der alles kaputt machen will und dabei einfach nur Spaß hat. Und er hier unten ist der Brutalo quasi unter den drei Charakteren. Ja, Blitzwing, wie gesagt, sehr schön gemacht. Hier natürlich noch wieder ein paar kleine Details. Ihr seht es hier, verwandelt sich manchmal im Flug in einen Panzer und stürzt dann ab. Wie gesagt, ein bisschen irre der Kleine. Liebt es, seine Gegner einzufrieren und dann zu schmelzen. Und hat Schwierigkeiten damit, geradeaus zu fliegen. Ja, wie gesagt, er ist ein wenig Gaga im Kopf. Er ist der Ausgeflippte unter den Handlangern von Megatron. Ja, das war's ansonsten. Wir haben hier unten noch ein kleines Repertoire an Deluxe-Figuren. Wir sehen hier einmal Oil Slick, Soundwave, Autobot Jazz und Snell. Und ja, die Reviews zeige ich euch später, beziehungsweise Soundwave und Snell habe ich natürlich euch schon gezeigt. Und wir gehen auf die anderen natürlich auch irgendwann noch ein. Ja, jetzt kommen wir aber gleich zu der Figur selbst. Die Figur, wie gesagt, ist sehr schön gemacht, wird geliefert in einem knochenfarbigen Ton mit schwarzen Akzenten, besser gesagt schwarz nicht, ich würde sagen anthrazitfarben. Es ist so ein leichtes, vielleicht könnt ihr es selbst sehen, so ein schwarz-grau Metallic mit Glitzertönen drin. Sehr schön auf jeden Fall gemacht. Hier sind, wie ich schon vorhin sagte, einige Teile, die gefedert sind, die auch in meinen Augen mit das Nervigste an dieser ganzen Figur sind. Wir sehen hier einmal das goldene Decepticon-Logo. Ja, die Hände sind sehr schön ausgearbeitet bei der Figur. Und wir sehen auch hier die Gelenkigkeit der Figur ist sehr schön gegeben. Ein Double Joint hier unten im Ellenbogen. Könnt ihr natürlich bewegen, wie ihr wollt. Die Hand selbst lässt sich nur nach innen winkeln. Hüftgelenk hat die Figur nicht. Hat was mit der Transformation zu tun. Der Fuß lässt sich nach oben drehen. Seitlich drehen, auch natürlich so nach außen. Die Füße lassen sich auch natürlich an den Knien nach unten wippen. Hier oben die Füße lassen sich natürlich auch noch drehen. Ja, und ansonsten haben wir auf der Rückseite noch sein massives, großes Waffenpack mit den zwei Raketen. Ich habe die Raketen jetzt drin gelassen. Die könnt ihr natürlich abnehmen, um die Figur originalgetreuer wirken zu lassen. Hier muss ich allerdings dazu sagen, um euch das gleich mal näher zu bringen, die Figur passt dann allerdings nicht mehr zum rein optischen Bild, wie es in der Serie gegeben ist. Hier sind die Waffen weit unter dem Kopf quasi, höchstens auf Schulterhöhe. Und hier gucken sie weit höher hinten heraus, was ich natürlich nicht so schön finde. Sehen wir auch noch einmal hier oben. Hier sind die Waffen deutlich
länger, was ich sehr schade finde. Hier wäre es schön gewesen, wenn irgendwann ein Drittanbieter wie Dr. Wu zum Beispiel längere Waffen zur Verfügung gestellt hätte. Aber das ist leider nicht der Fall. Ansonsten haben wir an seinem Arm hier noch diese Flügelpaneele. Die lassen sich auch seitlich klappen. Dann ist nur das Problem, wie ihr seht, klappt dieses ganze Teil hier herunter. Deswegen immer nach oben klappen und die Seitenteile einmal so rum. Die halten quasi das Rückenmodul mit fest. Ja, ansonsten, wie ich es euch vorhin schon angedeutet habe, hat diese Figur mehrere Gesichter. Diese Figur hat jetzt hier gerade den etwas brutalen Kopf. Dann haben wir hier hinten ein Drehkreuz oder ein Drehrad. Damit könnt ihr hier, wenn ihr es dreht, was ein bisschen schwerfällig ist, noch die anderen Gesichter zutage fördern. Einmal dieses Gesicht und natürlich noch den General. Das ist sein Originalgesicht. Er ist quasi der Stratege unter den drei Köpfen. Auch mit seinem Okular finde ich sehr schön gemacht. Ich versuche noch ein bisschen näher zu zoomen. Sehr schön, wie gesagt, gestaltet. Das Gesicht gefällt mir auch sehr gut. Eins mit der schönsten. Was ich gut finde, ist, dass diese Kins immer gleich lang sind. Und dadurch wirkt natürlich dann auch hier hinten diese Schürze von den anderen Gesichtern natürlich auch echt gut. Ja, um jetzt aber mal zu der Figur an sich zu kommen. Sie hat natürlich auch schöne Details hier oben überall versteckt. Lässt sich nicht einklappen oder sonst was. Also schon fest. Die Schultern an sich sehen ein bisschen merkwürdig aus. Ansonsten, der Brustkorb ist ja schon gestaltet. Das Cockpit passt sich sehr gut hier dem Ganzen an. Ich hatte erst den Eindruck, als wenn das hier oben wie so ein Scharnier drin wäre, dass man es öffnen kann. Aber nein, das kann man leider nicht, was ich sehr schade finde. Ansonsten kommen wir jetzt einfach mal zum Rest. Die Beine, finde ich, sind auch sehr schön gestaltet. Machen echt was her. Wir haben zwar hier hinten dieses Hohle, aber das sollte nicht zu sehr stören. Hier vorne sind Klappen drin, die für die Transformation sehr wichtig sind. Finde ich gut, dass die angebracht wurden und nicht natürlich einfach nur offen gelassen wurden. Ja, die Transformation ist, wie gesagt, ein wenig komplizierter. Wir gehen jetzt am besten erstmal in den Panzermodus. Dadurch drehen wir einmal hier unten erstmal die Füße herein. So. Drehen das Ganze so nach hinten. Dann drehen wir hier oben die Klappen einmal nach vorne auf. So. Wenn wir das gemacht haben, müssen wir jetzt einmal die Beine so hereinklappen. So. Ist eigentlich ganz simpel gestaltet. Und dann klappen wir einfach wieder die Klappe zu. Das gleiche hier noch einmal, um es abzukürzen. So. Anschließend drehen wir hier dieses ganze Teil einmal nach unten. Ihr habt es gerade nicht gesehen, die Beine sind nach unten. Winkelt die quasi einmal hier so an. So. Anschließend das gleiche bei dem anderen noch einmal. Ich versuche mal weiter rauszuzoomen, ist ja leichter. So. Anschließend klappt ihr hier oben dieses ganze Geschütz einmal erstmal nach oben. Klappt dann hier die Schulter mit den Armen einmal nach innen. Ne? Hier bitte aufpassen, sage ich ganz klipp und klar, die Arme, wenn die nach oben gewinkelt sind, könnt ihr hier dieses Gelenk kaputt brechen. Deswegen ganz vorsichtig sein, Kerzen gerade drehen und dann nach oben winkeln. So, anschließend dreht ihr erstmal die Flügel nach innen. So. Anschließend dreht ihr hier dieses ganze Teil nach oben. So. Anschließend dreht ihr den Kopf rum. Den müsst ihr so lassen. Jetzt habe ich mich, glaube ich, ein bisschen vertan. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Nein, ich verwandle gerade in Richtung Flugzeug, sehe ich gerade. Ich hasse diese Figur, was die Transformation angeht. Ich finde, sie ist viel zu kompliziert. Fangen wir einfach nochmal von vorne an. Die Schultern sind eigentlich soweit schon mal korrekt. So. Allerdings habe ich hier einen Fehler mit dem Turret gemacht. Dieses Turret klappt ja einmal komplett nach oben. Dann die
Waffen. Ach, irgendwie habe ich die Übersicht verloren. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ah ja, genau. Das Turret muss weiter nach oben. Ihr dreht die Schultern, wie ich schon vorhin angedeutet habe, so nach innen. Dreht hier diese Innenpaneele nach oben. So. Dreht die Schultern, wie gesagt, nach innen, wie ich es vorhin schon gezeigt habe. Und jetzt ist es wichtig, die Arme nach innen zu winkeln. So. Das gleiche noch einmal hier. Nach innen winkeln. So. Dass sie quasi hier unten quasi versteckt sind. So. Anschließend drückt ihr das Turret nach oben. Dreht den Rücken hier so zusammen, um diesen kleinen Pack zu bilden. Hier wird jetzt der Turm quasi einmal drauf befestigt, so. Anschließend habt ihr hier hinten jetzt die Flügel, die müsst ihr jetzt ein Stück nach unten drehen. Ich muss mal gerade gucken, ob ich das richtig mache. So, die Hände nach unten winkelt es richtig. So, jetzt einmal hier die Flügel einmal nach unten knicken. So. Räder wieder richtig in Position bringen, anschließend die weißen Klappen nach unten und anschließend diese Kanonentürme nach vorne drehen. Nicht wundern, wenn die sich lösen, das ist nichts Schlimmes. Könnt ihr einfach wieder anstecken. So, nach vorne drehen. So, ha, endlich geschafft. So, jetzt haben wir den Panzermodus. Klein, aber sweet. Ja, ganz, ganz nett auf jeden Fall. Es ist quasi wie ein uralter Panzer. Das Einzige, was mir nur in dieser Form nicht so ganz gefällt, deswegen klappe ich hier den Kopf nochmal so rum und klappe den nach innen. Sieht auf jeden Fall dann deutlich besser aus. Ich habe viele gesehen, die den Kopf einfach hier unten lassen. Das, nein, würde ich euch nicht empfehlen. So, wie gesagt, das ist jetzt dieser Panzermodus. Und ja, es ist schön. Es ist hier mit diesem roten Auge, so à la Knight Rider, macht das schon was her. Und den Turm könnt ihr ganz normal dann um 360 Grad drehen, was ich auch ein schönes Gimmick finde. Kann richtig rollen. Ja, ist ein bisschen heavy-lastig, was hier hinten dieser ganze Oberkörper angeht. Trotzdem sehr schick gemacht. Der Flugzeugmodus ist ein wenig einfacher, wenn man einmal den Panzermodus hat. Dazu drehen wir hier wieder die Turrets erst einmal zur Seite. So. Drehen diese kleine Klappen nach oben. Die Flügel werden auch wieder gerade geklappt, werden nach außen geschoben. So. Ja. Der Arm hat sich hier ein bisschen gelöst innen. Das muss ich mal gerade wieder richtig machen. So. So, wie gesagt, Panzermodus ganz normal. Die Flügel nach hinten klappen. Anschließend dieses ganze Teil hier wieder lösen. So, von hier diesem Pin. Nach hinten klappen. Jetzt aufpassen, dass diese Klappen hier, die grauen, nach oben gewinkelt werden. So. Jetzt könnt ihr das einmal nach oben klappen. So. Jetzt sind hinten die Thruster quasi versteckt. Jetzt einmal hier die seitlichen Flügel zur Seite klappen. Das nach oben klappen. Ist schon die halbe Miete fertig. Jetzt einmal hier unten einfach aus dem Boden den Brustkorb rausklappen. Nach vorne winkeln. Und jetzt hier unten die Schnauze des Fliegers einfach nach außen ziehen. So. Und schon haben wir Blitzwing im etwas merkwürdig aussehenden, aber trotzdem coolen Flugzeugmodus. Nein, so war das nicht geplant. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Nee, das ist korrekt. So. Wie gesagt, das ist dann der Flugzeugmodus. Sehr simpel und naja, man sieht halt die Panzerketten außen drunter. Aber trotzdem finde ich die Option, einen Transformers, wie gesagt, in einen Triple Changer zu verwandeln, gerade in so einer komischen Serie wie Transformers Animated, doch schon ziemlich geil.
Man hat hier die Schultern sehr schön eingebunden, dass es von vorne aussieht wirklich wie ein richtiger Jet. Die Flügel sind ein bisschen klein in meinen Augen, könnten ein bisschen größer sein, aber gut. Und ansonsten die Thruster sind irgendwie ein bisschen merkwürdig, dass es hier seine Außenkanonen sind und nicht hier unten quasi befestigt sind. Das hätte ich vielleicht mir ein bisschen anders gewünscht. Allerdings könnt ihr natürlich, wenn ihr hier den Turm einmal dreht, ich nehme jetzt einfach mal den Turret ab, damit ich nicht alles hier auseinander machen muss, könnt ihr das natürlich auch so rumdrehen. Könnt die Waffe hier wieder dran befestigen. Na, heute will es wirklich überhaupt nicht. So. Und ihr könnt jetzt quasi die Kanonentürme auch so hinten dran befestigen, wie es euch lieber ist. Mir gefällt es persönlich so nicht. Aber gut, das ist selbst euch überlassen. Wie gesagt, ansonsten eine sehr schöne Figur. Sehr slappy, wie ich schon vorhin sagte. Das heißt, die Gelenke sind alle sehr lose. Auch hier unten seht ihr es. Es wird nichts richtig festgesteckt. Es wird einfach nur zusammengeklappt. Das hätte man vielleicht ein bisschen anders lösen können. Auch hier hinten dieses ganze Rückenteil. Dass das hier so lose drauf liegt. Das hätte man eindeutig besser lösen können. Aber hier wollte scheinbar Hasbro nichts wirklich verbessern. Was ich sehr schade finde. Ich drehe jetzt einfach mal wieder die Triebwerke so, wie sie sein sollen. Seite. Das ist auch so eine Sache, dass die Triebwerke hier sich an- und lösen. Das hätte man vielleicht auch besser gestalten können. Ja, aber gut. Wie gesagt, so wieder zusammensetzen. Jetzt klappe ich das wieder hoch. Es löst sich bei dieser Figur wirklich immer wieder alles. Und ja, ich bin noch, was diese Komponenten angeht, doch ein bisschen enttäuscht. Auch wenn ich auch wieder ein bisschen positiv überrascht bin, dass man ihn, wie gesagt, in alle drei Formen verwandeln kann. Aber ja, ich bin gemischter Gefühle. Wie gesagt, cool gemacht, geile Ideen, aber das war's. Umsetzung schlecht gemacht. Im Robotermodus, im Panzermodus und auch im Flugzeugmodus hängt alles locker an ihm runter. Es ist nichts, was man wirklich feststecken kann, was man wirklich in eine Position bringt und so ist es. Das hätte man besser lösen können. Deswegen hier in allen drei Modi auf jeden Fall nur 6 von 10 Punkten. Und der Robotermodus, ja, schön gemacht, 7 von 10 Punkten. Farbe passt, finde ich, perfekt zu Blitzwing. Wir kennen ihn in lila und Knochenfarben, so ist es ganz schön gemacht. Aber ansonsten, ja, was soll das? Ganz ehrlich, das hätte man besser lösen können. Hier bin ich Hasbro doch ein bisschen sauer, wie gesagt, wegen dieser ganzen Eskapade. Aber gut, die Designer sind dran schuld, nicht Hasbro an sich, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Hier hätte man vielleicht andere Leute einstellen müssen, aber gut. Aber genug jetzt dieser Tiraden, das ist eigentlich Hasbro, wie gesagt, nicht anzukreiden und ich mache auch Hasbro ja keinen großen Vorwurf. Diese Figur hat für mich overall höchstens 6,5 Punkte verdient von 10 Punkten. Trotzdem, wer natürlich das Team von Megatron komplett haben will, muss sich natürlich Blitzwing in sein Team holen, da er neben Lucknut und Starscream natürlich die wichtigsten Charaktere sind. Ja, das war's ansonsten für mein Review. Verzeiht mir bitte, dass die Transformation so ein wenig merkwürdig war. Das liegt wirklich daran, weil diese Figur ein Albtraum ist, um sie zu verwandeln. Da nehme ich lieber den teuersten Masterpiece und verwandle ihn und bin da lieber eine halbe Stunde dran, als sowas zu verwandeln. Da konnte ich wirklich den Movie Leader Class Optimus Prime aus dem ersten Film leichter verwandeln als diese Figur. Und der Leader Class Optimus Prime aus der ersten Line gilt schon als wirklich mit einer der am schwersten zu verwandelnden Figuren. Aber nein, die Figur ist ein Albtraum in der Hinsicht. Trotzdem, ja, ich kann sie empfehlen. Wer damit seine Sammlung komplettieren will, kann sie sich zulegen. Ansonsten macht einen Bogen um diese Figur, wenn ihr nicht wirklich auf so etwas steht. Ja. Das war's auch soweit wieder am neuesten Review. Wir sehen uns das nächste Mal. Ihr könnt mich abonnieren oder auch weiterempfehlen. Ich würde mich natürlich sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Rexford.